Aber wo geht's als nächstes hin? Munteres Miniland? Sie haben einen Vergnügungspark. Wow, sie haben einfach Super Mario Land World, wie auch immer es doch mal heißt, in einem GBA-Spiel angekündigt. Sick. Ja, Mario hat ihn schon und lässt ihn dann einfach wieder gehen. Dann erkunden wir doch mal Miniland. Wenn die meinem süßen kleinen Katzensohn schon einen ganzen Freizeitpark widmen, ja, dann müssen wir doch auch mal sehen, was es hier so gibt im Miniland. Weiß ich nicht. Sie steht sehr weit weg von mir. Ich weiß nicht, ob sie warm wird, ehrlich gesagt. Es ist so richtig schön, weil sie steht so weit weg von mir, dass ich sie nicht höre. Ah, guck mal, das ist richtig schick. Und eine neue Mechanik. Ui. Ui. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Verstehe. Aufregend. Oh, da ist noch ein Geschenk. Da muss Mario wohl wieder sein Leben riskieren. Okay, das klappt nicht. Warte. Ich kann doch nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Aber der Schlüssel schon. Jetzt muss ich den nur da drauf werfen. Ja, so nicht. Aber so und dann so. Und dann Geronimo. Guck mal, das war ein Sprung des Glaubens. Falls ihr jemals einen gesehen habt, war das einer. Warum nicht? Warum was nicht? Irgendwas mit der PlayStation. So viel ist mir bewusst, aber ich weiß nicht mehr genau, was. Deswegen frage ich lieber nochmal nach. Okay, holen wir uns erst das Geschenk. Donutblöcke! An zwei Orten gleichzeitig? Kannst du an zwei Orten gleichzeitig sein? Ich kann's nicht. Ich glaube, das war immer noch nicht die korrekte Antwort auf deine Frage, oder? Und hui! Okay, das ist eine chillische Mechanik. Kisu! Na? Hallo? Ach, es freut mich so, dass ihr alle Interesse an Mario vs. Donkey Kong habt. Das macht mich glücklicher, als ihr euch vorstellen könnt. Aber wenn ich den Schlüssel in die Stacheln geworfen hätte, hätte ich ihn ja aus den Stacheln nicht mehr rausbekommen, ne? Hätte der Mario sich wieder den Popo gepiekst. Ja, ich bin heute, wie gesagt, nicht so ganz beieinander. Ihr redet mit mir, wenn ihr Antworten auf Fragen wollt, am besten wie mit einer Fünfjährigen, dann klappt das schon. Du zockst Last Epoch und nicht Rebirth? Was ist denn mit dir los? Aber er respawnt ja. Ja, das ist die Damage-Boost-Methode. Geht bestimmt auch. Aber was, wenn er nicht auf dem Schlüssel? Doch, er steht auf dem Schlüssel, ne? Boing, 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 boing. Kann ich das verschieben? Nee, aber tragen. Tragen. Die Musik ist auch irgendwie cute. Das war gefährlich. Das hätte aber auch mies ins Auge gehen können, so. Oh nein. Jetzt muss Mario wieder schnell sein. Schneller, Mario! Schneller! Nice. Puh. Man macht ganz schön was mit, ne? Warum muss Mario das eigentlich ausbügeln? Hätte das nicht auch irgendwie, keine Ahnung, ein Toad machen können? Oder Peach oder so?
Zumindest hat er die Freude seines Lebens hier dran. Nee, warte, ich muss erst die blaue Blume anmachen. Ist es jetzt soweit? Jetzt muss ich, glaube ich, den Rückwärtssalto lernen. Also, eigentlich, es sagt, renn in eine Richtung und dann... Okay, man muss tatsächlich stehen bleiben. Warte. Warte. Hab's geschafft. Aber nur, weil Les mir den Tipp gegeben hat. Den Denkanstoß. Sagen wir es so. Den Denkanstoß. Das Trampolin mitnehmen? Kann ich das Trampolin mitnehmen? Kann ich nicht. Okay. Schweben wir erstmal rüber. Holen uns das Geschenk. Aber irgendwohin muss ich das Trampolin mitnehmen. Ja, ich glaube, ich muss es mit der Blume nach oben machen, weil sonst komme ich da nicht hin. So. Jetzt nicht auf den Schalter latschen. Aus Versehen. Mit dem Trampolin hier hoch. Und da ist der erste Mini-Mario. Ne, der zweite Mini-Mario. Kompletter Revenge-Arc von Peach. Wobei, das ist, glaube ich, Super Princess Peach schon. Oh, ich würde auch Super Princess Peach so gern spielen. Aber da ich leider keinen gemoddeten 3DS habe und das auf dem Emulator echt kacke ist, können das mal remaken. Vielleicht, wenn sich das Peach-Spiel gut verkauft. Das Super Princess Peach ist eigentlich super cute. Gott, habe ich schon gesagt, dass ich mich auf das Peach-Spiel richtig freue? Aber so richtig doll. Ich kann gar nicht sagen, warum genau, aber ich freue mich richtig doll. Bob-Omb. Schnell weg. Ja, bumm. Peng. Bumm, bumm, peng. Aber verprügelt sie da DK oder? Ja, das ist natürlich richtig. Sie verprügelt Bowser. Ist natürlich richtig. Nein. Okay, oben ist auch eine Bombe. Never mind then. Steht er nochmal auf, ne? Okay, er steht nicht nochmal auf. Sehr gut. Wo ist die Tür? Ah, verstehe. Mist, ich hätte den Schalter ausmachen müssen. Sonst wird der nämlich einfach hochfliegen. Ich freue mich richtig auf das Peach-Spiel. Ich will das Day One streamen. Jetzt, wo wir Rebirth nicht spielen. Ich kann nichts versprechen. Dafür muss es ja auch erstmal Day One ankommen. Das ist ja immer das größte Problem, ne? Es muss ja dann auch erstmal ankommen rechtzeitig. Aber am Release-Wochenende auf den Sonntag sollte das schon klappen. Da müsste sonst ja sehr viel schief gehen. Also wenn ihr das sehen wollt, können wir das echt gerne Day One, also, ne, spielen. Ja, eigentlich haben Pauline und DK Beef miteinander, ne? Nicht Peach. Wobei, nach Odyssey. Spielst du Rise of the Ronin? Day One. Da werde ich warten, glaube ich. Okay, die Wand aufbomben. Dann die Blume anmachen. Warte, wo ist der Schlüssel? Ach, es gibt gar keinen, weil wir sind schon bei Mario. Got it. Ach, Dragon's Dogma kommt ja auch noch. Ey, weißt du, als hätte der März keine anderen Tage. Am 22. kommt einfach... Rise of the Ronin, darauf bin ich mega scharf. Peach und Dragon's Dogma. Die alten Übertreiber wieder. Aber ja, also wenn ihr wollt... Ich hab richtig Bock auf Peach. Würde ich absolut mit euch spielen, wenn ihr mögt.
So, wie mache ich das denn jetzt? Doch, wenn die Bombe, dann kommt er darüber. Am Randa? Zu früh? So aber. Weil die Bob-Bombs sind so putzig. Ich fühle mich schlecht, dass wir die sprengen. Ehrlich gesagt. Es kommt halt wirklich jeden Monat so ein ellenlanges Spiel raus. Dieses Jahr ist insane. Wir dachten, letztes Jahr wäre insane gewesen, aber dieses Jahr ist nicht besser, ehrlich gesagt. Ich sehe gar keine erhobenen, freudigen Ja-Spiel-Peach-im-Chat-Hände. Haut mal Spiel-Peach-im-Chat-Hände raus. Sucht euch mal ein lustiges Emote aus und ballert raus. Wie immer den Kopf da so rausstreckt, ne? Oh. Warp-Boxen. Okay. Aufregend. Und dazu die fröhliche Flötenmusik. Warte mal, wie machen wir das denn jetzt am klügsten? Komme ich überhaupt wieder da runter mit der roten Box? Okay. Okay, ich kann da keinen Anstand drauf machen. Ich muss es von oben holen. Upp. Aber wie? Ich dachte, ich hätte es durchschaut. Aber ich glaube doch nicht. Also, wie ich den Schlüssel runterkriege, weiß ich. Aber ich überlege gerade, wie ich an das Geschenk so komme. Gefährlich. Der Schlüssel kann das Geschenk nicht für mich einsammeln, ne? Warte, bin ich eigentlich doof? Ich kann doch einfach auf den Schalter trampeln. Upsi! Bisschen blind auf einem Auge, das passiert schon mal. So. Ich hab's geschafft. Okay, wo ist... Wow, das ist lang. Einmal da. Blaue Box. Rote Box. Okay. Let's go! Wie der Mario sagen würde. Witzige ist, die Musik erinnert mich ein bisschen an Kingdom Hearts. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber es erinnert mich ein bisschen an Alice im Wunderland Kingdom Hearts. Das müssen die Instrumente sein. Ah, Vorsicht. Einmal hier rein. Nein, meine Mitfahrgelegenheit. So. Tada! Mini Mario safe. Sehen wir bestimmt in Verum Rex wieder. Jetzt kommt ja erstmal Renettes. Das kommt doch tatsächlich in den Westen. Zwar wahrscheinlich nur auf Englisch, aber reicht ja. Haben sie relativ schnell nach der Direct angekündigt, wo ich mir auch so denke, ja, dann hättet ihr es auch in die westliche Direct reinpacken können. So. Das war jetzt wieder so eine Marketing-Sache und dann heißt es hinterher wieder, ja, wir wussten nicht, dass das existiert. Weißt du?
Dann weinen sie hinterher wieder, dass ihnen das keiner gesagt hat, dass das existiert. Wie damals bei Dingens. Hä, ich bin doch vorher nach auf den Vogel draufgesprungen. Okay. Dann halt nicht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Der Typ selber ist ja wohl in Anführungsstrichen nur... Soll ich denn da hochkommen? Kingdom Hearts Fan, deswegen hat er sich die Yoko gemobst und so einen anderen Typen. Aber ich glaube, der ist nur Fanboy. Ich glaube, ich springe nicht hoch genug, ne? Kann das sein? Hä? Jetzt bin ich gedanklich leider dabei, wo der Typ herkam. Ich weiß es nämlich nicht mehr sicher. Ach, hier ist ein Trampolin. Sag das doch gleich. Das ist irgendwie derart mit dem Hintergrund verschmolzen, dass ich es nicht wahrgenommen habe. Kann ich das Nest raiden? Kann ich nicht. So, Mario. Mario, komm zurück. Wir müssen erst das Geschenk abholen. So. Das war knapp. Okay, da liegt das, glaube ich, schon gut. So. Geht doch. Dieser Vogel, ne? Dieser kleine, aggressive Vogelrich. Vogelsir. Jetzt wird auch noch mit Kanonen auf Mario geschossen. Bleibt aber auch nichts erspart. Dem bleibt aber auch wirklich nichts erspart, so. Aua. Ich wollte außenrum auf den Schalter drücken. Das war jetzt aber auch Pech. Dass ich da so genau reingehüpft bin. Mein Trampolin und ich. Ein Mann und sein Trampolin. Guck mal. Wenn das nicht die Love Story des Jahres 2024 ist, dann weiß ich halt auch nicht, ne? Ein Mann und sein Trampolin. So munter ist das Miniland gar nicht. Das Miniland ist eigentlich ziemlich gefährlich, muss man sagen. Und wieso gibt es überhaupt ein Miniland? Die werden doch in der Fabrik hergestellt. Es ist ja nicht so, als würden sie da wegentführt werden, wie kleine Oompa Loompas. Apropos Oompa Loompas, wer von euch ist chronisch online und hat die Willy Wonka Experience mitbekommen? die Dinge. Manchmal ist es echt nicht so gut, chronically online zu sein und solche Dinge mitzubekommen. Nicht den Bomberich da reinschmeißen? Cool. Peng. Und noch einen bitte. Das war knapp. Das war ein richtiger Fiebertraum. Diese Willy Wonka Experience. Hä? Okay. Oh, der neue Willy Wonka Film, den will ich auch unbedingt noch sehen. Aber den meine ich nicht. Es gab in London tatsächlich so eine Live-Experience. Ja, zu knapp. Deswegen, ich glaube, es hieß auch Willy Wonka Experience, wo sie halt die Schokoladenfabrik nachgestellt haben, aber mehr so
Wie formuliere ich das jetzt? Mehr so wie aus dem Fieber-Albtraum eines Zehnjährigen. Mit dem Budget eines Zehnjährigen auch ungefähr. Könnt ihr euch vorstellen, dass das nicht so gut lief? Das war sehr aufregend und die unhappy Oompa Loompa Frau hat aber tatsächlich jetzt Net Fame dafür bekommen. Die ist quasi viral gegangen. Weil die haben dann auch Figuren dazu erfunden, die es gar nicht gibt und so. Also es war schon diese Woche im Internet war ein Trip. Ich kann es nicht anders sagen. Das war einfach ein einziger Trip so. Warte, jetzt muss ich die rote Box... Nee, ich muss die gelbe Box anmachen, oder? Weil die rote Box hätte mich ausgesperrt. Richtig. Chanti im Märchenwald? Du meinst Chantal im Märchenwald? Oh Gott. Okay, ich meine... Sieben Zwerge Männer allein im Wald hat auch irgendwie funktioniert, ne? Man muss es nur wollen... Denke ich. Aber das klingt schon anders aufregend. Nein! Oh, ich war zu langsam. Hab ich's jetzt verkackt? Ich das nochmal da hoch? Boah, der Mario ist nicht so schnell. Ist nicht so schnell. Warte, das bringt mir doch gar nichts. Kannst doch einfach so machen. Kannst doch einfach so machen. Genau. Wow. Mario hüpft einfach so niedrig, der kommt da nicht drüber, ne? Es sieht immer so aus, als würde es ganz knapp reichen. Und dann reicht es aber ganz knapp nicht. Mario ist wahrscheinlich selbst am enttäuschtsten darüber. Immer so ein Millimeter fehlt. Wie hier. Tragisch, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, Shanti im Märchenwald würde ich mir angucken, je nachdem, wer mitspielt. Fuck you, Goethe war auch, also zu seiner Zeit war das schon grenzwertig lustig, aber es war schon irgendwie lustig. Aber ich habe auch nur den ersten gesehen. Ich glaube, es gibt mittlerweile 3 Filme. Wenn nicht mehr. Ich habe nur den ersten damals gesehen. Wilde Zeiten waren das. Wilde Zeiten. Ja, jetzt sind wir mit dem Miniland einfach schon fast wieder durch, ne? Der Trailer richtig trashig. Ich hab's bildlich vor Augen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Here we go. Kommst du wieder her, du? Ja, wenn er einmal runterfallen soll, macht das nicht, ne? So. Jetzt aber. Dann nehmen wir das One-Up hier noch mit. Oder auch vielleicht nicht. Wir haben so viele Leben. Ich glaube, ich bin noch nie gestorben, oder? Jetzt habe ich es gesagt, jetzt passiert es dann gleich, aber... Ich glaube, wir sind ganz gut dabei. Ja, aber wir spielen ja auch den Baby-Modus. Schäme mich aber nicht dafür. Schäme mich nicht dafür, den Baby-Modus zu benutzen. Dafür ist er da. Let's go, little guys. Oh, ist das süß. Okay, der blaue Schalter ist da. Ich glaube, wir machen erst den blauen Schalter an, ne? Ja. Damit die sicher darüber kommen. Dann müssen die alle hier hoch. Das O. Und dann...
habe ich Mist gebaut. Nee, gar nicht. Geht auch so. Theoretisch. Könnt ihr nicht da hochfliegen? Nee, so geht's nicht. Okay. Nein, du musst auch runter. Komm. Komm mit nach unten. So. Mama Mario hat reingeschissen. Ihr müsst nochmal los. Die Baseline aber auch, ne? Da hat einer einen richtig guten Tag gehabt. So, okay. Warte, lass mich kurz drüber nachdenken. Die fallen doch aber runter, egal was ich mache. Die müssen in diese Blume da. Die müssen in diese Blume da. Ob sie wollen oder nicht. Die müssen da, die müssen die Blume benutzen. Jungs, ich weiß nicht, wie ich es euch sagen soll, aber ihr müsst die Blume benutzen. Sag ich doch. Okay, jetzt muss ich aber wieder nach unten. Bleib mal da. So, jetzt haben wir es doch. Alle sicher verstaut. Ich weiß gar nicht, worum ging es denn im zweiten. Vielleicht habe ich den gesehen, aber ich weiß. Ich glaube, ich habe nur den ersten gesehen. Damals, als Elias und Barek noch ganz neu war. Mario hat immer noch Lebenscounter, obwohl sie unnötig sind. Ja, schon. Ich meine, es gibt, glaube ich, auch einen Hard-Mode und wenn wir nicht auf entspannt spielen würden, würden vielleicht ein paar Leben purzeln. Klassenfahrt? Sagt mir nichts. Dann habe ich den wahrscheinlich doch nicht gesehen. Oh Gott. Schmeißt er jetzt ernsthaft Fässer mit Stachel nach mir. Oh. DK, wir müssen reden, das geht so nicht. Das geht so nicht, das ist gefährlich. Okay. Denk doch auch mal an die allgemeine Sicherheit. Oh nein. Habt ihr gesehen, wie knapp das war? Es ist einfach despawned. Gut. Ich glaube, es reicht von da drüben aber einfach nicht ganz, ne? Machen wir's so. Das hat gereicht. Okay. Und bam. Down mit DK. Aber er gibt einfach nicht auf. Er gibt nicht auf, ne? Er ist einfach zu stur. Er will die Mini-Marios nicht hergeben. Ich wurde doch einmal getroffen. Ja, da müssen wir nochmal ran. Ich kenne ja Elias und Barek noch als Knechtelsdorfer, ne? Ich glaube, das war seine erste Rolle. Aber dann wurde er unsympathisch, leider. Muss ich nochmal ran? Gruselvilla. Spoopy. Oh, stop, come back. Opi. Aber jetzt muss ich leider mein Fauxpas noch ausbügeln. Jetzt haben wir es so weit 100% geschafft, dann holen wir uns den Stern auch noch. Aber ich weiß gar nicht, wann mich das getroffen hat. Weil ja, ich bin einmal reingerannt, aber da war ich doch auch nur stunned, oder nicht? Hat er mich nochmal getroffen und ich habe es nicht mitbekommen? Kann sein. Ich hatte mich so gefreut. Ja. Zu früh gefreut, schätze ich. Peace.
So, jetzt aber. Das aber. Ja, Türkisch für Anfänger hat er auch gemacht, das stimmt. Ich glaube, das war danach. Ich weiß es nicht mehr. Aber das waren 100% Welt. Bia. Ding, 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 ding. Wie die mir einfach zwei Mini-Marios klauen, ne? Ganz schön dreist.